Hallo Welt, hallo YouTube. Heute ist Montag, der 15. Juni 2020 und ich stehe diesmal hier direkt unten in der Baugrube, einfach weil sich oben im Zugangs- bzw. Einfahrtsbereich gegenüber dem letzten Mal nichts verändert hat und die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem letzten Mal sich hier unten abgespielt haben und dementsprechend befinde ich mich gleich hier unten. Man kann aber auch sehen, es hat am Wochenende eben ganz stark geregnet. Es gab hier ein bisschen Erdrutsch am Rand der Baugrube jeweils und der Boden ist halt jetzt unheimlich aufgeweicht und dementsprechend ist hier alles schmutzig und das tue ich mir mit meinem Schuhwerk heute ausnahmsweise mal nicht an. Dementsprechend werde ich hier am Rand stehen bleiben und ja, das Ganze von hier ein bisschen zeigen. Die wesentliche Veränderung, beziehungsweise die man optisch halt sofort erahnen kann, ist, dass es hier jetzt entsprechende Stahlgestänge gibt, das an den Außenwänden jeweils entlang läuft und senkrecht nach oben schaut. Das ist für die Verbindung zu den Außenwänden später und gibt dem Ganzen halt eben entsprechend Halt bzw. sorgt für mehr Stabilität, da das eben auch eine Stahlverbindung zugrunde liegt. Man kann aber auch sehen, es gab ja beim letzten Mal hier nur eine Bewehrungsschicht, die direkt unmittelbar auf der Folie oder fast unmittelbar mit so kleinen Abstandshaltern bloß auf der Folie auflag. Und daran angebracht war ja die Fundamenterdung bzw. über diese Anschlussfahnen dann später auch die Ringerdung. Jetzt gibt es eben solche Abstandshalter zwischen den beiden Bewehrungsschichten und obendrauf liegt jetzt eben eine neue weitere Bewehrungsschicht. Das ist alles hier schön ausgelegt und wenn das jetzt alles gut klappt, dann soll das eben morgen am Nachmittag mit Beton verschüttet werden und dementsprechend wäre dann der erste Schritt, nämlich die Bodenplatte, geschafft. Und man kann sich dann eben an die nächsten Schritte mit den Außenwänden, innen müssen ein paar Wände gemauert werden, bevor dann die Geschossdecke da drauf kann. Dementsprechend werde ich auch dann die nächsten Schritte weiter dokumentieren. Für heute und für jetzt soll es das aber gewesen sein. Bis dann!